Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Heute schauen wir uns mal eine Tischsteckdose an für 28 Euro von Amazon mit USB-Anschlüsse und Ein- und Ausschalter. Und da kann man irgendwie noch ein Kabel drunter herziehen. Ich bin gespannt, keine Ahnung. Ich habe es zugeschickt bekommen und ich bin gespannt, was uns darin erwartet, wie die Steckdose aussieht und ob das wirklich ein Upgrade ist. Ja, Freunde, eine Tischsteckdose für 28 Euro, die wir hier unter die Tischplatte klemmen können und mit so einer Handschraube festziehen. Maximal 1,8 Zoll und minimal 1,9 Zoll Tiefe. Hört sich ja zum Beispiel ziemlich gut an, nur ist das schon für den Tisch meiner Frau gar nicht geeignet, weil sie hatte so einen Kallax-Schreibtisch und da ist die Tischplatte ein bisschen größer. Aber das macht jetzt auch nichts. Wir schauen jetzt mal nach. Da haben wir eine multifunktionale Steckdose. Das Modell ist XT16011 für 50-60 Hertz, wie es halt so üblich ist bei uns. USB-A, 5 Volt, 2,4 Ampere, also schon ziemlich kräftig. Und ein USB-C mit 20 Watt Power Delivery, das ist schon mal ganz cool. Haben wir noch maximale USB-Stromstärke 3,4 Ampere. Ja, schauen wir mal rein. Sieht an sich ja schon mal ganz interessant aus. Ist auch gut verpackt. Kann man jetzt nichts meckern. Och, da ist da noch was bei. Und zwar haben wir erstmal eine Anleitung, die ist auf Deutsch, aber ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Maximal 4000 Watt. Ich glaube nicht, dass man so viel in einen üblichen Haushalt ziehen kann. Wir schauen mal rein, beziehungsweise schauen uns das mal an. Hier haben wir nochmal einen Schraubendreher mit drei kleinen Kreuzschrauben mit einer Spitze. Okay, wofür, weiß ich noch nicht. Aber das wird sich bestimmt gleich von selbst beantworten. So sieht die Steckdose von oben aus. Schon ziemlich nice verarbeitet. Das hier ist Hochglanz. Da weiß ich gar nicht, ob das auf Dauer auch schön bleiben wird. Dann haben wir hier so Schutzkontaktstecker. Drei Stück hier, zwei USB-A, ein Typ C und nochmal ein Typ C mit Power Delivery. Und das Ganze kann man hier ein- und ausschalten. Soweit ganz cool. Dann haben wir hier eine Klemme. Die ist aus Metall mit einer Handschraube und womit wir das hier halt festschrauben. Das ist auch noch, ist schwer zu zeigen, das ist gummiert, also ist jetzt nicht ein blankes Metall, so dass ihr dann die Tischplatte unterhalb nicht kaputt machen könnt, oberhalb, ist das hier halt aus Metall. Hier kommen wohl die spitzen Schrauben rein, die jetzt dabei sind. Und hier haben wir noch einen Schlitz, damit man hier das Kabel durchführen kann. Vier Anti-Rutschenoppen, das könnte man also auch ohne diese Befestigung betreiben. Befestigen wäre dann aber halt nicht so einfach. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Ja, das ist dann einfach nur für das Gehäuse. Ist aufgeklebt. Hier haben wir noch den Herstellernamen. ST Garot. Ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ist ein schwieriger Name. Ein dickes Kabel mit Schutzkontakt. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer. Wir schauen mal kurz, was hier so Sache ist, was wir da so verbessern können. Und zwar habe ich ja insgesamt zwei Steckdosen bekommen zum Ausprobieren. Zwei Tischsteckdosen. Die eine mit der Klemme und eine sogar mit einem LED-Licht. Die andere Steckdose findet ihr jeweils unten in der Videobeschreibung. Kosten beide so um die 30 Euro im Moment. Und das sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bestellst, bekomme ich eine kleine Provision. Und ja, wir fangen mal an. Wir werden da jetzt mal ein bisschen dran rumoptimieren. Die vorhandene Situation verbessern wir jetzt einfach mal. Hoffentlich. Naja, ich bin mal gespannt. Weil es sieht nicht cool aus und es ist auch völlig unpraktisch, wie das hier zurzeit gelöst ist. Gefällt mir so nicht. Ja, Freunde, also ich muss sagen, es ist durchaus übersichtlicher, als es vorher gestaltet war mit der Steckdose da unten drin. Und zwar habe ich jetzt die Möglichkeit, alle meine Stecker direkt im Sichtfeld zu platzieren. Sowie auch, wenn ich jetzt hier ein Elektrogerät wie ein Laptop oder ein Beamer anschließen möchte, kann ich das direkt auch hier an dieser Position machen. Und das Schöne ist, wir haben ja hier auch eine Steckdose mit einem Hauptschalter. Wir können dann auch alles direkt ein- und ausschalten. Total schön. Mit der Fixierung funktioniert an dem Regal super. Auch an Tische ist das wunderbar geeignet, es festzumachen. Ich muss sagen, es war ziemlich leicht, den Stecker auch einzustecken. Das ist nicht immer der Fall. Viele, die sich jetzt hier eine Schutzkontaktsteckdose kaufen, haben immer das Problem mit der Kindersicherung. Das haben wir jetzt hier nicht. Es ist eine Kindersicherung installiert, das ist klar. Aber es ist total einfach, hier den Stecker anzubringen, weil sie ein völlig anderes System verwendet und dann auch die Kindersicherung entsprechend einfacher herauszunehmen ist, wenn man das einsteckt. Ich finde es gut. Von mir gibt es einen Daumen nach oben und Link zu dem Produkt, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal,
Euer Björn.